ist mit diesem Windows-Update dauernd? Was ist dieses Windows? Jetzt nicht versauen, das ist der letzte, das ist gleich wieder, das ist der Tag. Prozent. Läuft, oder? Ja, noch ein Daydream. Den 7. Okay. Das geht schon. Und die Fanden geholt hier. Das ist krass, wie viele Punkte das gibt. Alles. Ich glaube, ich bin nicht so, wie man spielen muss. Man läuft rum und es tut nur die einfangen. Ja. Zweier. Oh mein Gott. Die sind alle so low hier. Ich glaube, die ganze Insel, also fast die ganze Insel, außer ein paar Stellen nischt. Okay, passt auch. Der war ich ja gerade. Okay. Oh, und ihr habt Schweine, geil. Habe ich auch noch nicht viele. Ich glaube, diesen Tod mit einem Schuss. Achso, die chargen gleich, wenn sie mich sehen, lol. Diese bösartigen Krieger heutzutage. Bei 80% traust du dich rauszukommen, oder? Oh Gott, ich habe jetzt... Den scheiß Charge habe ich jetzt noch so einen scheiß Ball verloren. Wo ist denn der? Hier. Und noch einen Ball verloren. Hä, wenn die in der Fähigkeit sind, sind sie nicht da oder so. Jetzt halt. Noch drei Bälle. Ey, diese Viecher, ne, um einen herum. Die fliegen halt immer durch die Dörre und du siehst halt da nichts. Gibst du, dir gefällt's doch. Ja, manchmal. Besonders wenn ich den auf den Popo hau hier, diesen Schweinchen. Ne, ich hab mich jetzt halt. Schade, dass man den nicht auf den Boden schmeißt, dann sind sie da zum Wiederholen. Diese Pocketbälle, sie sind halt ganz weg. Vorbeischießt, schmeißt. Ja. So. Da gab keine mehr. Technologie. Muskete, Metallbahn, hochwertiges Pallöl und Holz. 5 Stück, okay. Schießpulver, Schwefel und Holzkohle. Ja, da haben wir ja eine Höhle gefunden. Munition, Metallbahn, Schießpulver. Antikes Tischset. Dekoration, vergiss es. So eine Scheiße gebe ich keine Punkte aus. Das möchte ich haben. Olympisches Feuer. Kann im Lager aufgestellt werden und erhöht für Pals im Lager das Arbeitstempo von Feuererzeugung. Jo. Das, wenn er schneller grillen kann, mein Metall, geht das ja. Immer mit. Und ich dachte jetzt, Arbeitstempo für alles, aber nein, natürlich nur für Feuererzeugung. Ist es nicht ohne 50 Metallbarren hat das Teil, also braucht das Ding zum Bauen. Ja, und dann 100 Holz haben wir eh und Feuerdrüsen 20. Ich habe 5 eh dabei schon hier. Diese Zuchtfarm habe ich jetzt noch nicht gebaut, denn wir haben ja keine Tochter. Und ohne Tochter funktioniert sie nicht. Mhm.
Die Werkzeugkiste werden schon auch nicht gebaut. Kann im Lager aufgestellt werden und erhöht für Pals im Lager das Arbeitstempo von, Handwerk. Muss ich auch noch aufstellen. Ach, die Nägel haben gefehlt, stimmt. Ich habe ja Nägel basteln lassen. Wo ist denn das nächste Teil hier? Ach, da oben. Nightwing spawnen lassen. Hast du jetzt schon mal gemacht, NHC mit NPCs? Nee. Und wieso nicht? Nee, gibt ja nix. Geht's nicht, oder? Doch, oder? Gibt ja nix. Ja, aber zum Sehen so, mal gucken, interesshalber, nee. Oder? Nö? Nee, nee, gar nicht. Level doch mal scharf von Anfang an. Geh ja kaum noch gerade so in Raid rein, weil hab ich auch nichts von. So. Ich dachte, du machst mal Interesse halber. So als Spätzle. Manchmal vielleicht, aber. Da muss ich schon viel Mojo für haben, ne? Oh, Jubeler. Musst du bei den Trollen finden. Die trollen dich schon mal mit dem Mojo. Der Typ liegt immer noch da. Der Kühlfuzzi da. Werkzeugkiste. Nagel brauche ich. Ne, Nagel ist nicht fertig hier. Und noch vier Nagel. So, wieso zeige ich mit dem Fahnenkreuz auf die eine Bergbank und hab dann die andere. Ich F drück. Megagleiter. Ach so, kann ich gar nicht. Knochen brauche ich da 20. 10. Für dich dann nochmal. Also 11 noch. Aber anscheinend habe ich jetzt Knochen geholt. Irgendwie 3 Stück habe ich. Von irgendjemand habe ich das. Ich hatte nur mal kurz heute bei auf Twitch geschaut, bei Durchsuchen stand 325.000 Spieler bei denen. Ja. Das Spiel. Ja. Ich war überzeugt wegen Survival Dedicated Server, egal. Was andere da machen. Aber ja, finde ich eigentlich gut. Finde ich gut. Freut mich. Mhm. Ist ja auch ein gutes Ding. Nur weiß ich halt auch, dass es auch so nur so Mithängselspieler gibt. Das mag ich nicht. Das hasse ich. Das stört mich so ein bisschen. Sollte mir nicht stören, weil es eigentlich egal ist, aber es stört mich trotzdem. Ich sag's dir. Allein schon, wenn da so ein großer Deutscher da das Ding spielt, ne? Wer denn? Na, der große Deutsche. Der Monte. Ja, nee. Elias. Der große Deutsche. Trimax. Elias. Ja, Platz 1 und 2 habe ich jetzt genannt, Deutschlands. Papa Platte. Ne, der spielt so, der ist unterwegs. Mit Ski. Wer ist denn noch da groß? Hätte die drei Top, die Top 3 Deutschlands genannt, hä? Wer ist denn noch groß? Kommt gelassen? Ach so, ja. Der, ja, okay. Der ist halt ein Urgestein, der war halt immer da, den kann man übersehen, der ist halt irgendwo da verstaubt. Mhm. Ja, gut, aber er kann das ja zocken, er zockt ja sowas eh alles. Ich dachte jetzt. Ja, aber halt. Nein, er war größter deutscher, also er war größter
Pal hier Gedöns, wie heißt das? Palworld, Pal. Ja, Palworld-Spieler. Deutschlands. Ja, verstehe. Ja, gut, das ist ja klar, wenn er das dann so zockt. Ja, okay. Ich dachte jetzt, irgendeiner, der das nie zocken würde, zockt dann das auf einmal. Das ist mal, was mich halt ein bisschen kirre macht manchmal. Ja, ey, das ist ja. Ja. Alter, hier ist jetzt auch so ein Mammut oder was? Also hier ist ein Mammut auf 34, so ein Bossmammut. Steht ja einfach unten bei mir. Das ist ja, also bei unserer Basis. In unserer Basis ist er drunter, ja? Und vorne links drunter. Ja, das, was da normalerweise chillt, klar, aber ich bin ganz woanders. Und hier chillt auch eins. Ah, oh, okay. Gleiches Level anscheinend. 34. So, selbst bei den Boss-Viechern stehen da, dass wir 10 zähmen müssen. Naja. Das wird noch ein Ding, der ist gut gepanzert, das Viech, ey. Aber ich würde den halt im gleichen Level abprobieren dann oder ein bisschen. War trotzdem geil gestern der Kampf mit dem König da. War lustig. Das war schon witzig. Mit ein bisschen Deutschen geht das schon. Aber dann auch nicht alles. So, das Ei kann ich auch im Kühlschrank tun. Was ist denn jetzt schon wieder weg? Was ist denn mit dem, diesen Chillage da? Ist nicht gut erzogen, Keksi. Denn du hast ihn nämlich, du bist dafür verantwortlich, weil du hast ihn halt hier aufwachsen lassen. Ja, nächstes Mal dann. Digga, wo haben wir das denn her? Wo hast du das denn gefunden? Wir haben ein legendäres Item. Hast du das ja, her? Ja, ist mir irgendwo über den Weg gelaufen. Schaltet das Rezept für Stoffkleidung legendär frei. Der Gegenstand kann fortan mit Hilfe von primitiven Werkbanken gefährlich werden. Kann man das herstellen? Ja, kostet halt das Fuck. Hast du schon geschaut, oder was? Was das kostet? Ja, hat sonst wie viel Material gekostet. Jo. Legendär, das hört sich interessant an, sag ich mal. Legendär hier. Geht! Easy! Hä? Stoff? 13? Ja, und geht doch. Kannst du das nicht Fasern ist Fakt? Nee, 13 Stoff und 10 antike Bauteile. Easy. Die Teile haben wir jetzt zwar nicht, wir haben nur 2, aber die haben wir immer schon gehabt. Ich wollte gerade sagen, wir hatten da keine Bauteile, glaube ich. Genau, und ich weiß gar nicht genau, wie ich die kriege, aber ich hatte immer wieder welche. Das geht. Cool, Mann. Halt ihr da mehr aus? Ich gehe davon aus. Muss ja, weil ich diese jetzige ist immer kaputt bei jeder Kleinigkeit. Wenn man das in die Kiste legt, kann man es dann trotzdem bauen. Oder muss man es in der Hand haben? Ich glaube, du musst es so auf Tasche haben, aber keine Ahnung. Schmau. Hier ist noch so ein Riesenmammut. Wieso gibt es hier so viele? Ja, das ist anscheinend ein normales Ding halt. Das ist nicht normal so ein Boss. Die haben aber alle das Bosshörnchen. Oh ja, okay. Das, was Chillet halt auch hat. Vielleicht gibt es halt gewisse Boss-Tiere. So Elite-Gegner halt. Ja, könnte sein. Ich will halt alle mit diesem Stern haben, muss ich da sagen. Ich will alle mit so einem Stern. Du hast gesagt, du hast irgendwas mit Scheinen erzählt. Lol, ich hab jetzt. Oh Gott, diese Ottifanten. Überall zeitgleich tun sie ihre Risse rausstrecken, spritzen alles voll. wie das ausschaut. Aber die machen es immer, das geht dann super schnell. Wir haben 3 Milliarden Bären, ey. Aber passt. 7,3 Tonnen Holz ist in der Truhe hier. Ja, entspannt. 2458. Reicht nicht? Ja, das verstehe ich. Reicht nicht, gibt's nicht. Oder umgekehrt, genug gibt's nicht. Dieser Guy hier, also der Dir, hat bloß 12% ja. Guy.
Und Guy ist das Wichtigste für die. Das ist halt deren Lebenselixier. Wie, warum bloß 12? Das ist halt der, der die ganze Zeit Holz hackt. Was hier auch so, als er soll, aber trotzdem soll er nicht so traurig sein. Soll er nicht? Ist mir doch egal, ob der glücklich oder nicht ist. Wer fragt denn mich, ob ich glücklich bin? Niemand, den es interessiert. Ja, eben. Aber das geht hier um. Du weißt doch. Schau mal. Also ich bin ja. Ich habe ja das nicht. Ich habe ja kein Haustier. Aber für viele Haustiere. Also für viele Menschen Haustiere halt wichtiger als Menschen. Ja, Haustiere. Und das sind halt auch unsere Haustiere, oder nicht? Naja. Und ich möchte, dass es denen gut geht. Ja, wenn er halt irgendwann nicht mehr glücklich ist. Oh, hier ein neues Ei gefunden. Ein heißes Ei. Har har. Apropos heiß, ich hab einen Wilden gezähmt. Ich habe Lage überfallen wieder, also, ne? Ist ja immer dieses Gitter da. Da habe ich einen. Den wollte ich mal schauen, was der macht. Das ist auch ein Feuerfuzzi. Der sieht aus wie so ein Mount von WoW. Ich finde. Naja, Mount für mich ist. Ja, ist ein bisschen übertrieben, aber. Ist halt wild. Hier habe ich noch so einen grünen Knubbel gefunden. Der war im Käfig. Wer belästigt mich denn da jetzt schon wieder? Der war im Käfig. Ja. Und was an dem besonders ist, was ich dir sagen wollte, der kann Feuererzeugung 2. Oh. Und den brauchen wir anscheinend, wenn es irgendein Schneegebiet gibt, denn wenn wir auf dem reiten, ist es schön warm. Können wir dann auf dem uns nützlich machen. Ich weiß ja nicht, ob es hier Jahreszeitenwechsel gibt. Also Regen, glaube ich, gibt es nicht. Nebel, Sturm, irgendwas gibt es auch nicht, was nicht schlimm ist. Habe ich genug von anderen Spielen. Aber scheint, muss es irgendwelche kalte Gebiete geben. Außer nur Nacht. Ich leg dir mal Pläne in die neue Kiste. Du musst da mal schauen, was du davon brauchst. Ich habe da irgendwelche Schmuckstücke. Ich glaube, du brauchst beide, oder? Nee, arktische Tracht ist Blödsinn. Federhaarschmuck, glaube ich. Ich baute das einfach. Das ist halt im Kopf. Hast du was im Kopf? Nee, oder? Nein. Nichts im Kopf. Hör ich. Also höre ich nicht. Ja, fuck, wieder antikes Teil. Oh. Brauche ich später, wenn wir es haben. Auf jeden Fall ist das ein Kopfteil. Ich habe 12 Leben. Weil ich jetzt schon auf Leben geskillt habe nochmal. Wenn ich das abnehme, habe ich 1126 Leben. Und dieses andere Amulett hat ja auch mir Leben gegeben. 12, wenn ich es ablege, 1148. Ja, so 70 halt geben die halt, ne? 70 und das andere gibt 80 oder so. Mehr Leben ist immer gut. Ja, schon, ne? Obwohl du trotzdem nichts denken kannst mehr, was wenn die schießen. Muss ich jetzt wirklich manuell Ballbälle herstellen? Gibt's nicht so eine Uschi, die ich noch habe? Wie heißt die nochmal? Lilly, Zilli? Fixi, ja, okay. Ich hatte sie gerade von meiner Nase das hingelegt. Fixi. Der ist wirklich F-I-X-Y, okay. Was macht ihr denn? Die dreht hier durch. Sortieren nach Dings da. Schaut denn hier aus? Die da, die schaut so aus. Okay. Fahrende Händler mit 2 Wachen, okay? Oh. Kannst du nicht überfallen.
Schauen wir nach diesen, ob wir da mehr Attribute haben, Level. Die haben alle Level 1, die ganze Scheiße. Der kann ja auch gut viel, der Liv Monk. Alexa? Stopp. Das war eigentlich fürs andere Ei, aber das ist jetzt 100% schon gewesen, war wegen dem Nicht-Feuer. Dieser Liftmund kann ja alles. Holz, Pflanzen, sammeln. Ist das alles? Was? Ich suche Level 2 und tausche das mal aus. Level 1. Muss man die alle leveln? Level 2. Ja, okay, die Bosse können Level 2. Die sind deshalb wieder riesig. Sieht aus wie so ein Pinguin. Sieht aus wie ein Pinguin. Also ist ein Pinguin mit Hut. So wie Kapitän. Weißt du, was ich gestern gesagt habe? Imagine, ein Boss hat Ads. Ja. Hätte ich nicht gesagt. So ein scheiß Pinguin-Boss mit 4 kleinen Pinguin-Ads, die mich immer eingefroren haben. Und natürlich nicht. Also ein nicht unerfahrener WoW-Spieler macht er dann zuerst die Ads. Ja. Gesagt, getan. Boss despawned. 3-mal hintereinander. Und dann habe ich gesagt, scheiß auf die Ads, full damage auf den Boss. Das kennt man auch. Und ja, das hat dann funktioniert. Voll verwirrend. Und der hat Level 2. Gießen, hacken, irgendwas mit der Hand, Transportding. Den muss ich in das Lager, aber der ist auch riesengroß, oder? Mal kurz schauen. Ich will halt die Level 2 Viecher im Lager auch haben. Die sind ja schneller anscheinend dann. Das hat alles wieder Level 1. Ich tue jetzt mal den tauschen. Level 2. Level 1, 1, 1. 1, 1, 1. Das Floppy ist echt krass, was die alles kann. Jeder Boss hat Level 2, oder? Der eine hier schaut 2 auf. Ach, hier schon generell 2 auf Holz, klar, mit ihrem Geweih. Der Nightwing hat auch 2 auf Pflanzen, aber nur das kann der. Und der ist Angriffsstratege. Und mein Nightwing ist ein cooler Typ. Steht da. Der eine von der passiven Fähigkeit. Ja, klar. Ist der dann besser, wenn er höher ist? Nee. Leute, die haben ja komplett andere Fähigkeiten. Dazu ist meiner noch Windschneider und der andere nicht. Wie jetzt? Ich tue den mal tauschen. Ich möchte ihn auch mit Level 20 sehen, den anderen. Krass, Level. Feuer Level 1. Level 2. Das tausche ich mit dem Fuchs. Und außer der Fuchs kann er noch viel mehr. Der kann auch nur Feuer, der Fuchs. Gut, mach ich den. Tausch mal den. Oh! Die Dinosaurs sind ja auch alles Level 2. Pflanzen und Hacken. Und die Tombats auch. Hacken Level 2, Transport Level 2 und Pflanzen Level 2. Ich schätze mal, dass sie so schnell sind. Müssen auf jeden Fall so einen Typ dahin bauen, Level 2. Arbeitsstatus Bewässerung. Okay. So chillet, genau. Hey, so können wir die Dinger tauschen. Durch dieses Teil. Um zumindest die Infos zu kriegen. Weil du hast ja deinen Chillet dahin getan. Und jetzt sehe ich ihn ja auch. Ja. Jetzt kann ich ihn in meine Box packen. Ja. Okay. Hab ich gerade eben so ein Freeze-Fuzzi gefunden? Sortieren nach Element. Wo ist der Chillet, dass ich dann schaue?
Ja, aber nach welchem Element sortiert er, wenn er zwei Elemente hat? Wir haben keinen anderen Freeze-Fuzzi. Aber wir müssen auch so einen mal dahin tun, der hat Level 2. Was ist mit dem Saat am Pflanzen? Ich glaube, wenn ich den jetzt rausnehme, wenn ich jetzt den einen Typen, den Gusmus rausnehme, der einzige kann, der anscheinend was anpflanzen kann, das können andere auch irgendwie. Der hat was ganz Besonderes da, aber warte, ich nehme mal den hier rein, der hat Level 2. Ich habe jetzt mal den rausgenommen, den einen, der immer angepflanzt hat. Kann der Affe auch, der Tanzi. Und die Bristler auch. So einfach wirst du durch AI ersetzt. So. Okay. Ich hab doch da unten immer Essen drin. Warum dieser Beutel... Bedeutet eigentlich, dass sie sich das Essen selbst nehmen soll. Also wenn du auf Tour bist, Knochen bräuchten wir. Ja, aber Knochen Mann. Und antike Dinge. Ich hatte 5 Knochen gebracht, aber reicht nicht. Und ich nehme jetzt einen Wolf mit, anstatt einen Nightwing. Aber Nightwing wollte ich auch leveln, den anderen, weil der ist ja Angriffsstratege. Okay, die Werte sind alle voll random. Ich kann mich erstmal umbringen lassen. Vernünftig. Neues Leben, neues Glück. Okay, die ganzen Werte sind alle komplett durcheinander. Das ist total krass. Der Level 5. Direhole. Der hat 5, der hat mehr Leben. Okay, krass. Guter Läufer, genügsam endlos Magen. Erdbeersiecher. Was? Grobian, genügsam. Ich nehme Grobian mit. Grobian Main. Okay. Achso, ich. Also, wir haben keine zweite. Name Lilly? Fixie. Oh Mann! Ich merke mir das nicht. Fixie. So. Okay, jetzt verstehe ich erst, was ich sage. Huch. Also ich möchte, dass du eine Fixie holst, Keks. Okay, I see. Da brauche ich mir noch ein paar Pokéballs hier. Und wieder nur 6 Paldium-Bruchstücke. Das ist halt dann auch so eine Sache. So. Die kannst du auch in diesem Schredderautomaten machen, ne? Wollte ich gerade sagen, gibt es nicht die Möglichkeit, wenn es schon das Ding gibt? Ja? Das war mein erster Gedanke, als ich gerade das in den Mund genommen habe. Ja, ist ja wirklich so, durch Steine direkt, lol. Wenn ich auf Max gehe, hätte ich 453. Okay, nee, machen wir nicht. Wir machen du wolltest wissen, wie man die Pokébälle durchrotiert, ne? Ja. Mit 2. Toll, achso, 1, 3 und dann ist 2. 2. Ach, da unten sieht man das. Lol, steht sogar da. Da ist sogar so ein Interface, sogar 2 da, ja. Ja. Ui. Ja, danke, sehr geil. Spiel durchgeschafft. Weißt du noch, wie begeistert ich gestern war, als ich gemeint habe, hey, wir können bald fliegen, Spiel durchgeschafft. Ja, nix da. Wurde mir gleich die Feder gerupft von dem Nightwing. Was, ich port mich jetzt zum Typen, sind hier die komischen anderen Fritzen direkt am Portstein, ne? Und wollen mir da. Ja, sag ich ja. Schieben. Genau. Ich porte mich und wurde angeschossen. War tot. Ganz wild. Ahem.
Ach, dieser Undergleiter, ne? Denn es, ich kann dir nicht. Aber hatte der auch Knochen? Ich vergesse mal, warum ich den nicht bauen konnte. War das für ein Knochen auch? Oder wie, was war das, der Undergleiter? Ja, ja, ein kleiner Knochen. Machen wir wirklich viele Knochen. Geht's auch nochmal auf die Jagd hier. Welcher Port ist das denn überhaupt? Yo, Level 2, der tut aber krass bewässern hier. Achso, ich muss erstmal warten auf die Dinger. Kannst nicht du, warte, du hier, das hier mach. Weil du bist doch Level 2, muss doch schneller gehen bei dir. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, wie viel schneller das geht. Dieser Fuzzi, diese Ertifanten, die tun doch auch bewässern. Und das funktioniert ja auch. Aber ich habe mir jetzt Palliumbruchstücke herstellen lassen, habe diesen einen Boss drauf geschickt. Das geht ruckzuck, wenn der das macht. Yo, das hat ewig gelaufen mit dem anderen. Der hat das, macht es mit seinen zwei Händen und hat das Level 2. Ich glaube, ich bin hier noch ein bisschen über meiner Gehaltsklasse unterwegs. Wenn du da bist, wo ich war, dann ja. Ja, natürlich, da war ich auch. Genau bis da habe ich es aufgedeckt, wo du gerade bist. Also da ist denn noch. Du bist gerade am Rand, wo ich es aufgedeckt habe. Noch. Ja, hier am Portstein. Ist da auch ein Portstein? Genau hier, wo ich jetzt bin, ist ein Portstein. Achso, den habe ich nicht. Hä, aber ich bin. Warte, ich map dich mal hier. Ich bin. Hä, da war ich halt irgendwie. Da bin ich anscheinend weggelaufen oder so. Oha. Will mal ein Zeichen einmachen. Wie geht das mit Marker? Ja, okay. Hab ich. Bleibe ich auf blau. Hat sie noch irgendwelche? Ja, okay, dann ist ja easy, wenn man das durch das herstellen kann. Hätte ich dann gestern ganz am Anfang gebaut, dachte mir, ja, braucht dies, braucht das, bei jenes, ja, okay. Ich dachte, habe ich es einfach sein lassen. Jetzt macht das schon Sinn. Boah, dieser Feuerfuß ist cool, ey. Der neue. Kann ich mit dir noch ein bisschen grillen hier? Ah, der kommt direkt? Oh mein Gott, wie krass das ausschaut. Jetzt habe ich ja die ganze Zeit das Metallband in der Fresse da, aber das. Das schaut schon nice aus, das Teil. Scheiße, ich hab's ins Ding gepostet, aber ist ja egal. Komm doch selber raus. Ja. Das Ding schaut schon cool aus, ey. Ja. Gibt's nicht so ein brennendes Mount bei WoW? Gibt sicher irgend so ein Viech. Ja. Genug Pokéball, kann ich jetzt los? Schluck trinken. Der ist Level 2 und der verhüllte das Metall. Easy, fertig. 11 Metall. Danke. Alter, wie viele von diesen Kackvögeln sind denn hier? Was hat das? Was hast du denn vorhin geteasert? Es gibt eine Stelle, da ist viel Metall. Ist okay, Metall ist ja nicht so schlimm. Aber wegen Gewicht gibt es da eben etwas, das man automatisieren kann? Nee. Das ist, die haben. Das, also der Typ hat das Film geschaut, ne? Der ja. Hat sich die eine Kiste an der seinen Teleporter gestellt, ne? An den Pokéball Teleporter Scheißding da. Ja. Ah. Und die andere Kiste im Lager
steht halt genauso nah dran, dass er halt einfach sich nur von A nach B portet und das Ding halt die Tasche vollsteckt in seiner Farm. Weil das ist so dunkel hier. Vielleicht verreckt. Dass er sich das Ding in seiner Farm vollpackt. Mhm. Und dann halt zu Hause einfach nur aussteigt, das Ding in die Kiste entlädt und das alles zu Hause hat. Ja, hin und her porten, aber wenn du in die Welt geportet wirst, musst du ja trotzdem laufen, oder? Nein, er kommt direkt, ohne sich zu bewegen, direkt an die nächste Kiste. An die Kiste ja, aber ans Erz meine ich jetzt, dass du fahren musst. Auch? Ja, das Erz wird ja in deinem Lager gefahren, also in deiner Autofarm gefahren. Ja, das ist ja wie bei uns das Holz. Wenn unsere Holzkiste... Gibt es eine Erzring oder was? Teleporter steht. Ja, natürlich kannst du das mit Erzen auch machen. Wie denn? Wo also denn? Nicht so, kommt nicht so ein Ding. Nein. Das sind Erze, die nachspawnen. Auf eine Welterze. Ja. Aber die tragen das ja trotzdem in eine Kiste. Der lebt da oder was? Ja, du baust einfach eine Farm auf. Quasi Außenposten. Aha. Du baust den Futter, also du machst da ein komplett neues Team. Du machst einen, der Futter macht, du machst einen, hier, du stellst da Betten auf, dies, das. Die leben nur da, um dann die Erze abzubauen. Okay. Nur ich hab halt noch keinen gefunden, der Erze abbaut. Die ganz normalen Hackviecher machen nicht Steine, sondern auch Erze? Ja, da waren wir noch nicht. Ach, gibt's ein Viech, was das dann... Ja, mehrere. Jetzt verstehe ich das Ganze. Weil ich habe nicht gepeilt, weil Steine macht er halt bei mir nur und dann ist egal, wo ich was habe, wenn er das nicht macht. Ach so, okay, krass, so eine Farmstation gebaut, krass. Das ist interessant. Zu Hause? Nee, oder? In der Nähe? Nee. Ich bin hier immer noch da oben. Da bei dem, das wo du aufgedeckt hast. Okay. Ich leg mich im Spiel schlafen und geh schiffen. Nochmal. Jo. Es ist eh dunkel, weißt du? Also muss man nicht arbeiten. Nur wenn du Karte bist, musst du mal nachts um, ist mal lauchen hier. Okay. Jetzt hat er auf Wireless hier. Oh. Ist der da Wespen. So schnell ist man endlos. Hast du gesehen, dass Bruder an der Page noch ein bisschen rumgespielt hat? Naja. Er hatte da geschrieben, ich hasse Menschen. Ich habe es dann geändert. Wollte ich nicht. Also ja, vielleicht besser, wenn da, ne? Ja, wenn es ein bisschen werbefreundlicher ist. Muss, auch wenn es so ist, muss ja nicht jeder wissen. Ich wollte es halt so netten naja. Internetauftritt haben. Das ist mal mein Anliegen. Ich hab so, ich musste was, ey, Digga, ich hab Hunger, ey. Wir machen ja bestimmt noch 2-3 Minuten. Ja, 3-4 geht schon. Genau. Okay. Und heute muss ich auch nicht nochmal cutten, kann ich mich direkt hinhauen. Ich habe schon Shorts für heute geschnitten. Nicht so, alles nicht so wild, aber es sind immer lustige Sachen passiert. Ich habe gestern so einen Scheiß gelabert, wie halt jeden Tag. Und bei der Basisfindung dachte ich mir, baue ich irgendwo oben, dann kann ich runterspringen mit dem Gleiter und muss dann aber doch wieder hoch. Aber wenn ich unten baue, muss ich die ganze Zeit hoch und kann ich runterspringen. Hä? Und dann dachte ich mir, wenn ich aber unten bin, muss ich die ganze Zeit hoch und nicht runterspringen, kann ich nicht mehr hoch. Und dann habe ich irgendwas da erzählt und ich habe von dieser Theorie habe ich ein paar Sekunden rausgeschnitten. Naja. Hashtag verplant, Hashtag Logik oder so oder unlogisch, keine Ahnung. Boah, ich habe aber gestern die ganzen ersten 2 Stunden nochmal komplett gegeben in Echtzeit. Oh mein Gott. Also, krank. Musste ich aber im Schneiden alles geben, mehr manchmal dreifach. Okay, so überlege ich gerade. Brot? Ah, weißt du was, ich schmier mein Brot und leck mich am Arsch. Ich schmier mein Brot, gut ist. So, hier habe ich noch welche. Hast du da kleine Brötchen, easy. Was ist denn mein Kackfuchs? Ist immer so low, die Füchse. Fuchs. Macht aber gut Charme mit seinem Feuer. Oder weil dieser Hurenfuchs halt einfach nicht da war. Ach, dein eigener, du wolltest mit Feuer spucken, hat nicht geklappt? Ja, weil der irgendwo war. Ja, der ist auch neugierig, muss ein bisschen lassen, das ist der Schnüffeln. Super Schnüffeln, guck ein bisschen hier. Ja, keine Ahnung, der 15er Fuchs macht halt locker den 24er Pflanzenmann. Aber wenn der Bastard halt nicht da ist, dann kann er halt auch nicht, ne? 15er Fuchs, 24er Pflanzenmann.
Oh, da habe ich noch keinen von dem. Die da so rumschweben, so komisch, die, mit so einem Kopf, so richtiger Kopf und Pflanze als Kleidung oder so. Ja, was halt so Dudes halt. So, ja, die habe ich, die haben mich halt immer gerippt, als ich angekommen bin beim Spawnpunkt, Reisepunkt. So Fleischwaren. Okay. Aber da der Fuchs halt irgendwo gechillt hat lieber, anstatt gegen den Vieh zu kämpfen, hier der Samenbombenmann. Kann sein, ja, das, ja. Die sind empfindlich anscheinend gegen Feuer dann. Ja, klar. Ich hatte die angehauen, wollte links-rechts dodgen, links-rechts war am Baum, bin gedodged und ja, nicht weit gekommen. Tot. Beim nächsten Mal da angekommen. Beim Spawn schon fast das ganze Leben verloren. Mhm. Ach ja, super, ich noch jetzt so ein, ist hier direkt beim Spawn so ein Bossboy. Ui, beim Spawn habe ich noch so ein Fähwing oder wie die heißen erwischt. Dabei gibt es auch Fähwings. So. Ist aber wild sein in die andere Insel. Hey. Sind die eigentlich schon auch betretbar, die andere Insel? Ist das schon ready? Klar, schon. Ja? Ja, krass. Ich meine, müssen wir ja noch nicht sofort hin, aber es ist halt geil. Was wirft der Content halt? Das meine ich jetzt heftig. Ja. Ich habe heute schon so geschrieben oder gesagt, auch wenn die jetzt nicht mehr weiterentwickeln, es passt eigentlich. Ist gut. Also, weil nach so einem Early Access wird nie wieder viel entwickelt. So wirklich. Ja, one-shot mich doch halt, du dreckiger Bastard. Deswegen, besser der Rüstung wäre halt schon geil. Es gibt auch eine Metallrüstung, aber ich kann mir vorstellen, dass so eine Metallrüstung nicht gegen viel besteht. Jetzt ist meine Leiche gerade durch den Fußboden gefallen, ne? Ich glaube, ich krieg gleich die Krätze. Ist aber nicht schlimm, weil die Strahle sind trotzdem da. Ich bin auch von der Klippe gefallen, dann war der Loot oben. Also müssen sagen, die sind wirklich Entwickler, die das Spiel gespielt haben, oder? Ja, also ich habe das noch nicht erlebt. Ich habe das sogar in die YouTube-Beschreibung geschrieben. Wenn die, auch okay, wenn die ich jetzt. Bin ich bin wieder tot, danke dafür. Ja, weil die beim Eingang warten, ne? Weil an dem Spawn war gerade so ein Vogel. Ich kann ja gleich mitkommen. Also ich spawn mit dir, vor dir. Ich muss nur schnell, ich habe bis jetzt noch gar nicht geschifft. Ich habe nur hier Essen geholt. Es wäre ja einfach mal toll, wenn an einem Spawnpunkt keine Mobs stehen würden. Doch, sind sie überall. Toll wäre es bestimmt, aber sind sie doch. Besonders wenn du stirbst, ist der Schwierigkeitsgrad ungemein fies. Ungemein fies, wenn du. Ah, scheiße, anstatt hier zu liegen, hätte ich mich hier oben auf mein Ding stellen können hier. Wo der Boss mal schaut. Mal kurz mir und brunsen. So. Ja, viel Spaß. Hört sich denn dieses Mikrofon viel schlechter an als das Standmikrofon, wenn es weiter weg ist? Ist schon schon eine Ecke weniger Quali, ne? Ja, ja, das schon. Beim direkten Umschalten merkst du es auf jeden Fall. Ah, bin Hände gewaschen, ein Messer holen. Er ist ja mittlerweile sehr gerne Tomaten. Ich habe früher Tomaten gehasst, dann habe ich irgendwann angefangen. Und jetzt habe ich dann noch jahrelang Gurken gefressen, auch damals im Open End Stream. Jeden Tag ein Gurkenglas mindestens. Und jetzt ist das gleiche mit Tomaten. Also so kleine Tomaten, so Cocktailtomaten. Bin ich denn jetzt schon wieder hin? Achso, ich stehe wieder neben. Ja. Ich stehe wieder neben meinem Freund im Portpunkt. Oh, okay. Ich bin bester Laune. Ich war mal die Tage so richtig aggro, hey. So wenig gepennt, war richtig aggro-mäßig. Da Rage spielt gerade in dem Scheiß No One Survive nach zwölf Rucksäcken aussortieren. Dann habe ich einfach sicher und durchgebrannt ist mir dann. Kenn ich gar nicht, Mann. Bin immer tiefenentspannt. Immer friedlich, immer ja, friedfertig. Ich nehme ja auch da ein Beispiel an dir, deswegen hat es ja auch alles so gut geklappt. Ja, ja. Alter, so. Brambles, ne? Brambles. Das ist das gut. Einzige, was mir dazu einfällt, die Brambles. Ah, bin da. Wo muss ich hin? Sind wir hier? Warten wir. Hast du gewartet? Oder willst du mit uns zusammen? Könnt ihr los? Hier Shit holen. Soll ich dir helfen? Brauchst du? Schau mal, vielleicht sterbe ich vorher nochmal. Ich weiß noch nicht, ob der. Was hat mich reporten? Na, okay, ich hasse sowas, ne? Reporten wohin? Ja, genau da, wo ich stehe. Ja, da habe ich ja kein Port. Ja, oder ist da. Ich will da nur hin und. Dann reite ich mit meinem Wolf auf der Straße dahin. Zu dir. Warte, ich hab einen Wolf. Direwolf, Direhole oder irgendwas. Weil mein Long. Team ist halt auch komplett tot. Bei mir leben alle. Ich hab vier dieser schwebende Viecher und einen Wolf dabei. Das erste Mal. Wolf, stopp! Achso, F gedrückt halten. So die Straße finden. Ah ja, hier. Jo, ist der schnell, Mann. Okay, hier diese Viecher, dieser Robin Quill, habe ich gemeint. Die sind krass. Ja, ja, ja. Aber hier sind irgendwelche Flugviecher, die mich vorher wegflexen. Die sind halt instant einfach im Auftrag, keine Ahnung. Ich habe so einen geholt.
Achso, ich bin falsch. Ja. Oh, erstmal noch ein Ei. Hast du? Ich gehe trotzdem das holen. Knisterndes Jumbo-Ei habe ich geholt. Oh, knisterndes? Ja. Keine Ahnung, ob das was Gutes ist. Vermisst du eigentlich die Handcam? Immer. Weil sie ist halt ohne immer Handcam noch. Kann ich nachts nicht schlafen. Weil sie ist halt immer noch aktiv. Ich muss ja nur eine Taste drücken. Dann ist sie halt immer noch da. Das ist ja nur deaktiviert. Ohne Handcam kann ich nachts nicht schlafen, Mann. Wie hast du denn seitdem geschlafen? Scheiße, oder was? Ja. Okay. Gut. Freut mich. Ja, ich will doch nur an diesen Automaten gehen. Und jetzt laufen diese Scheißviecher die ganze Zeit vor. Lass mich doch einfach nur an diesen Kackautomaten. An Automaten? Bist du einkaufen oder was? Ja, willst du die, willst du die Scheiß. Der will die Scheiß Flaschen abgeben, der Ander. Ja, und die will, Flaschen, die alle tot sind. Und will sich vordrängeln. Mondsichelstrand, okay. Oh, das schaut so krass aus. Kann ich so Screenshot machen? So meine... Siehst du ja gleich, wenn ich damit... Die Gefolgsleute, du bist schon gar nicht mehr da. Ja, wenn du da bist, komme ich wieder hin. Ach so. Ja, ich sehe den Punkt. Da müssen wir hochlatschen. Ach, diese schönen... Diese schönen Pflanzen hier. 100 Meter noch. Ich fliege ja nicht, ich laufe zu Fuß. Dalwolf ist schon geil, Mann. Oh, das sind sogar solche komischen Liga der irgendwas, diese Typen wieder. Ja. Mit ihrer Kutte. Ist das Ding oben oder was? Auf dem Berg? Mhm. Okay. 70 Meter in die Richtung, okay. Ich muss da lang. Hallöchen. Ja. Hab ich, bin da. Wenn du hier ankommst, du musst schauen, was auf dich wartet hier. So schön aufgereiht. Schau mal. Dreh ich mal um. Ja, hübsch. Das ist meine Armee. Ich muss sie nur auf Ding stellen. Auf vier selben Ziel angreifen. Oh, was macht der? Achso, das ist der uns angreift die ganze Zeit. Stopp, bleib doch da. Chill. Alles gut, mein Lieber. Alles gut. Jetzt? Ich hab gleich gefangen, den da jetzt. Wen denn? Den da? Den hab ich auch noch nicht, genau. Das Ding ist in meine Angreifen und ist vorbei. Oder auch nicht. Okay. Ich sehe nichts, es ist alles voll hier. Wo ist er denn? Da. Ich habe bei mir einstellen gemacht, der macht nichts mehr meine. Oh. Ja, schade. Ja, gut. Ich habe aber Befehl einstellen, also B. Ja, er war noch am Brennen. 4, na, die haben geschossen sogar. Oder habe ich denselben G? Ach, ich weiß, kann man das nicht instant machen? Also geht's nicht durch eine Taste ohne das Ding. Schau mal, der Wolf dann. Ne. Ist das meiner? Ja. The fuck, was macht der? Der macht's alleine. Ich will 4 von denen haben. Der ist nur 16. Das ist grad, ich habe den größten geholt, aber trotzdem ist er nur 16. Der träumt hier auf. Lass mal nach oben gehen. Von hier unten kommen wir ja. Okay. Guck mal, wie geil. Ey. Was noch fehlt? 2-Mann-Mount. Fehlt nur noch. Ja, das ist normal. Das 35er zählen können, Mann. Das ist normale Geschwindigkeit und das ist mit Speed. So bin ich hergekommen. Mit Shift. Und der läuft, der
Während der normal geht, sammelt der ja noch Ausdauer. Ich finde ich viel geiler als der Fliegeviech. Als der, als das. Ach, das ist noch einer. Ist hier wieder... Ich dachte, hier ist erstmal so ein Ding. Ja, da ist noch so eine Truhe. Hat so ganz viele Anhänger. Der schießt da mit Bogen. Der Robin. Naja. Boah, Digga, wenn die einmal schießen, ey. Das Gefährliche an ihm sind die Bomben. Wow, 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 tot. Ich habe mich gerade umgeschaut. Rette den Arsch. Ich habe mich gerade umgeschaut, dass ich nicht in die Bomben reinlaufe. Bin schon in einer reingelaufen gewesen. Und dann, ja, weiß nicht, was passiert ist, als ich mich umgedreht habe. Der ist fast tot, ne? Du musst... Achso, das ist der andere. Ja, beide halt. Hast du grüne Bälle? Einen noch. Ja, ich hatte auch schon drei geworfen oder so. Oh, oh. Ach, das ist sogar ein Boss? Der Robin ist ein Boss? Ja. Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, dann hätte ich halt anders gespielt. Ich wusste nicht. Also halt, der hat das Bossbildchen da. Naja, ich dachte, wir tun einfach einen Mob-Mangel. Okay, dann hätte ich halt anders gespielt. Vorsicht. Ja. Ja, diese, ich hatte so Zoom der Hölle hier beim Berg hoch und hab diese Bomben. Schlecht. Oder hätte er nicht einfach mal den Typen vor ihm angreifen können, Mann? Krass. Wahnsinn. Wahnsinn. Mhm. Was liegt da? Wild. Okay. Verrückt. Ich habe so gespielt auf so ein bisschen doof, keine Ahnung, weiß nicht, dass ich meine hätten einfach nur noch mal schießen müssen, wäre er weg gewesen. Aber wir wollten ja ziehen, das ist immer so eine Sache mit dem, ja, ne? Eben. Was mich halt extrem nervt, wenn du deinen Kram wieder einsammelst, dass der das nicht wieder auf dieselben Slots packt. Ne? Das wollte ich gerade sagen, das ist genau wie bei No One Survived. Bei einigen Spielen so. Außer bei Ark, da ist das unten gespeichert, so als festes Ding. Mein Wolf ist tot. Scheiße. Dann erleben alle noch. Warte, dann hast du ja auch mal gar keinen Bogen in der Hand oder so, oder irgendwas anderes. Ja, genau. Mhm. 34 Grüne noch. Sein.